So, ich lasse mich nicht unterkriegen. Nein, das Spiel kriegt mich nicht. Auch wenn ich vielleicht jetzt hier, ja, scheiße angefangen habe. Aber ey, wenn es hinterher auf die paar Sekunden ankommt, bin ich froh. Ohne Scheiß. Ah, Mann, das ist... Ich glaube, das Ziel ist in greifbarer Nähe. Ohne Scheiß, ne? Es ist im Endeffekt nur diese eine Kackstelle am Ende mit Crash, ne? Wo die ganzen 430 Milliarden Scharfschützen rumeiern. Hilfe! Das schaffst du noch. Genau. Ah. Das ist das Einzige. Und das ist, glaube ich, auch das Ende von dem Level. Also, wenn ich mich richtig erinnere. Weil zumindest an die Stelle kann ich mich nicht erinnern. Ja, warten wir nochmal ein Ründchen ab. Lalalala, lalalala. So, und... Hehe. So. Kleiner Rade. Komm. Mit dem habe ich halt mittlerweile eigentlich ganz gut auch drauf mit den Masken behalten, ne? Keep the mask. Kriege ich vielleicht noch eine Maske? Das ist natürlich auch nochmal interessant zu erfahren. Gerade für den letzten Bereich mit Crash. Habe ich da eine Maske gehabt? Da kann ich durchbashen. Es ist so dumm, es ist so dumm. Es ist so dumm. Also ich bin so dumm eigentlich. Hau ab. Okay, jetzt aber vom zeitlichen her ist das definitiv nicht mein bester Versuch, aber ist ja auch egal. Wie gesagt, solange es reicht, ne, dass ich hinterher, wenn ich mal durchkomme, erstmal ein Saphir-Relikt bekomme, ist das ja schon mal die halbe Miete. Okay. Okay. Ja! Brrr. Dann wurde mir auch mal so ein bisschen das Herz echt. Ja, aber 1,27 geht eigentlich noch klar von der Zeit her. Ich hatte heute Morgen übrigens massivste Probleme mit dem Headset wieder mal. Also mit den Tonproblemen. Ich hoffe mal, das kommt jetzt gerade nicht wieder während der Aufnahme. Also ich habe es glücklicherweise rechtzeitig gesehen, bevor ich aufgenommen habe. Weil leider, ich zocke ja momentan ein bisschen PlayStation VR, Hilfe. Und da gibt es ja nochmal so diese extra Prozessoreinheiten, ne, wo man ja auch nochmal was verkabeln muss. Und das Videokabel kommt dann quasi von dieser Prozessoreinheit. Muss dann ein bisschen was umschrauben Richtung Fernseher. Und da funktioniert das leider nicht mit dem, dem Grabber, mit dem Aufnehmen. Das klappt dann leider nicht so. Und ja, im Endeffekt muss ich das dann leider immer wieder umstöpseln, wenn ich aufnehme. Eieieiei. Deswegen war ich da heute Morgen noch ein bisschen dran vor der Aufnahme. Und hab's dadurch aber glücklicherweise noch gesehen, dass da wohl noch Bedarf ist. Ups, also weil das waren wieder diese Fiebgeräusche, so nenne ich sie mal liebevoll. Was? 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 Wieso? Ohne Scheiß, das muss mir jetzt mal irgendjemand erklären, was da jetzt gerade passiert ist. Weil das verstehe ich wirklich nicht, tut mir leid. Okay. Komm her, komm her, komm her. Hilfe! Ab. Komm, schieß. Schieß doch! Okay. So, was kommt jetzt noch? Ach so, guck mal. Da sind noch Kisten da oben. Ich kann ja nicht mehr hier sehen, doch. Einfach mal durch. Was passiert? Passiert. Ich will Kiste haben. Kiste, 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 Kiste. Immer noch nicht das Levelziel? Warum nicht? Oh nein. Hilfe! Okay, was war das denn jetzt gerade? Yeah! Ja, ja, ja! Das reicht aus. Ja, ja, das muss reichen. Gib mir das Relikt! Gold sogar! Okay, ich habe jetzt ziemlich viele Zeitkisten am Ende wahrscheinlich nicht gesehen, aber 45 Sekunden. Das ist trotzdem sehr viel Zeit. Ah, aber schön. Ich habe Gold bekommen. Oh Gott, oh Gott. Brrr. Ein gutes Gefühl, ein gutes Gefühl. Auch wenn das definitiv besser geht. So, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Eieieiei. Ja, ich glaube, wie viel hatte ich jetzt, als ich da zum Crash kam? 1,27 oder was war das? Allein da kann ich schon 7 Sekunden rausholen, aber dann sind es immer noch 38, die ich noch irgendwie rausholen muss, aber egal. Gut, bevor wir uns jetzt um die Edelsteine kümmern, würde ich sagen, gehen wir erstmal hier nochmal rein, weil zumindest das Ende des Levels sollten wir hier vielleicht noch kennen. 2 Minuten 18, ist aber kurz, ne? Das ist, glaube ich, genau das Level, wo wir dann, ja, das Ende gerade schon gespielt haben im Crash. Ich weiß nur nicht, was vorher kommt.
Aber vielleicht kriegen wir hier eine Dreifachmaske. Das wäre natürlich bei der Stelle Superman zu haben. Das wäre richtig gut. Das wäre mega geil. Eieiei. Aber warten wir mal ab. Müssen wir gucken. Ah, ich verstehe nicht, warum ich so oft von den Nightwalk-Kisten getroffen worden bin, um ehrlich zu sein. Weil zweimal wurde ich ja, glaube ich, erwischt, ne? Auf den Reisen. Dafür wurde ich von den Gegnern gar nicht getroffen. Naja. Wird schon bestimmt seinen Grund gehabt haben. So. Wo ist Letzzeit? Zack, 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 zack. Komm, Baby. Oh ja. Ah, hallo, Oma. Eins Maske, finde ich gut. Oh, bitte, bitte. Oh, fuck. Ah, das war so dumm. Das war so dumm. Ich habe es leider zu spät gesehen, dass du mir auch so ein Gerät ist. Egal. Also eine Maske könnte ich hier auf jeden Fall mitnehmen. Das finde ich gar nicht so ein unentscheidendes Thema. Ja, wie gesagt, mit den Dreiermasken. Weil es nicht nur die Sache natürlich ordentlich beschleunigt, sondern auch ordentlich vereinfacht. So, jetzt nehme ich da schon die zweite Maske. Auch schon mal ganz nice. Hilfe! Alter, das war jetzt aber gerade. Da habe ich auch Schwein gehabt. So, durch. So, mal in die Seite. Geben wir weiter. Okay. So. Aha. Okay, hier sind wir schon bei der Stelle. Krass. Okay. Okay, den brauche ich nicht holen. Habt ihr mir den Rat ja gegeben? Ich habe es trotzdem aus Versehen getan. Das war wirklich keine Absicht. Ich schwöre. So und so. Was? Ich werd wahnsinnig. Ich bin aber auch blöd. Ich hätte da drüber springen können, ich Idiot. Ich bin so ein Spacken. Ey, ist das... Oh, ich krieg Krätze. Ist schon wieder. Heute habe ich eine Krätze, ich weiß. So. Aber die Maske zu behalten ist auf jeden Fall keine große Kunst. Das ist nicht so sonderlich schwer. Wow. Sachte und verliert sie fast. Gut, was ich mache, ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass es noch ein bisschen unrund läuft. So, zack, zack. Flup, flap, flip. Oh, geil. Dankeschön. So, Maske Nummer 2 nehme ich gerne, natürlich lieben gerne mit. Nein! Ich habe mich zu spät gedreht, ja. Weil ich mich schon gewundert habe, dass ich überhaupt an der Wand entlang gelaufen bin. Interessant, ey. Echt, ey. Dass es hier doch so viel angenehmer ist als die Stellen mit dem Cortex. Zumindest so auch abgekürzt, ne? Ja, viel Level haben wir hier wirklich nicht. Zack. Dankeschön. Okay, jetzt hier nicht oben bleiben können. Nein, ich Idiot! Oh, ich bin so ein... Ach, Mann, ey. Da bin ich immer zu viel. Da bin ich zu viel. Das ist das Problem. So, okay, auf jeden Fall zwei Masken kann man bis zu dieser sagenumwobenen Stelle definitiv sammeln. So, zack, vielen Dank. Wobei wir jetzt auch noch nicht ganz bis zu der Stelle angekommen sind, ne, muss man auch mal dazu sagen. Dann komm. Tonk, 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 tonk. So, zack, und zack. Und da sind sie weg. Hervorragend. 35 Sekunden. Also, sie hört sich jetzt erstmal gar nicht mal so schlecht an. Wenn wir 2 Minuten 19 oder so Zeit haben. So, die können wir sein lassen. Vorausgesetzt natürlich, macht die Nightwalk-Kiste am Ende natürlich kaputt. Wenn ich jetzt erstmal ausgehen würde. Alter, okay, ich war schon wieder so dumm. Und ich habe die Sprungtaste nicht gefunden. Das ist traurig, ich weiß. So, zack. Zack. Zack, zack. Rüber, rüber, rüber. Eine Sekunde, hervorragend. Rüber. Weg. Weg.
Weg, weg. So. Quietsch, quietsch. Quietsch, 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 quietsch. Aber können wir lieber den machen? So, Wunderbärchen. Den hier, flup. Nach rechts. Nach links und hoch. Okay, das war ganz schön knapp. Da hätte ich mich fast selbst umgebracht, vermutlich. Okay. Hilfe! Wieso wurde ich getroffen? Von was wurde ich getroffen vor allem? Da oben wäre die dritte Maske gewesen. Ich werde wahnsinnig. Okay, also ich hab, hier könnte ich dann quasi durchrennen wie ein junger Gott. Wir sind ja auch gar keine Kisten gewesen, oder war ich jetzt gerade komplett blind? Vielleicht habe ich es auch einfach nicht gesehen. Ich will es nicht ausschließen. Das ist schon mal ganz nice. Das heißt, so, zack. Zack und 1,45, jetzt bin ich mal gespannt. So ein bisschen weniger müsste es eigentlich sein. 1,44, 53, ja, tatsächlich. Eine halbe Sekunde wurde nochmal abgezogen, von der gesagt, die ich mit der Nitro-Kiste zerstört habe. War ich so langsam? Echt? Also ich fand, ich war eigentlich relativ schnell. Aber okay, vielleicht liegt es an mir. Vielleicht habe ich eine verschrobene, weiß nicht, Wahrnehmung meiner Fähigkeiten. Möchte ich nicht ausschließen, in keinster Weise. Gut, ja, womit fangen wir denn jetzt mal an? Weil eigentlich sind wir zumindest relikttechnisch hier mit dieser Welt fertig. Also die war tausendmal. Also vergleicht einfach mal die Zeit, die ich hier zugebracht habe, mit der Zeit, die ich in den vergangenen beiden Welten, die wir abgeschlossen haben, verbracht habe. Dafür haben wir jetzt hier noch ein bisschen was an Edelsteinen zu sammeln. Nämlich ziemlich genau in 3 Leveln. Hier einmal den Verborgenen, hier einmal das mit 3 oder weniger Sterben. Das machen wir jetzt, glaube ich, auch mal zuerst. Weil, das sollten wir, denke ich mal, jetzt recht schnell hinbekommen. Vermutlich, vielleicht sogar noch in diesem Part mal sehen. Ah, einmal meinen kalten Kaffee austrinken. Aber das motiviert echt, wenn wir mal vorankommen, ne? Also, die Aufnahme gestern und heute, was ich da alles geschafft habe, ist ja ungefähr das, was ich sonst in 4 Wochen geschafft habe. Auch wenn es im Endeffekt nur echt eine Handvoll Relikte sind, aber es geht halt deutlich besser. Und gestern kam mir noch die Scheiße mit dem Reitlevel dazu. Und da habe ich auch nur, ich habe wirklich offscreen nochmal geschaut, alles abgeklappert, wo ich mir hätte vorstellen können, dass da vielleicht der versteckte Edelstein ist. Aber leider ohne Erfolg. Ich weiß, ich kann mir Zeit lassen. Also solange keine Gefahr besteht, denke ich mir, pff, warum? Das scheint aber hier storytechnisch so zu sein, dass ich hier wahrscheinlich gerade erst diese Maske erst erhalten habe, oder? Also dass ich die Gravitationsmaske, ich habe die ganzen Namen leider vergessen, unmittelbar vielleicht vor diesem Level bekommen habe. Weil es halt noch so nett am Anfang ist, ne? Von wegen so, hier, teste doch erstmal ein bisschen aus. Fummel mal ein bisschen um. Üb doch mal ein bisschen mit den Fähigkeiten, die du jetzt bekommen hast. So. Checkpoint. Also von der Länge des Levels her echt super angenehm. Wahrscheinlich habe ich mich aber damals auch hier rüber beschwert, als ich mir das Rückblenden-Video über den Gold habe gesagt, boah, ist das Level lang. Also wenn man das gewohnt ist und wenn man das alles durchlebt hat, dann ist man einfach wirklich dankbar für so ein Level. Auch wenn man sich halt am Anfang darüber beschwert hat. So, komm Baby. Zack, zack, zack. Checkpoint. So. Nun gut. Pisten brauchen wir hier gerade nicht. Oh, gemacht. Guck mal, sind wir schon hier. Aber keine einzige Maske bekommen, ne? Skandal. Das finde ich schon ein bisschen krass. Das sollte eigentlich nicht der Plan sein. Aber da ist Mr. Maske. Wir haben uns auch holen. Ups. Na, komm. Danke. Geht doch. Geht doch! So. Flug. Scheiß auf die Wumpers. Interessiert mich nicht. Interessiert mich auch morgen nicht. So. Wumpertechnisch dürfte ich, glaube ich, jetzt alles soweit erledigt. Oder fast. Nee, Moment. Ich glaube, ich habe in jeder Level alle Wumperkisten immer geholt, oder? Also Wumper-Edelstein. Außer in den Inventierten natürlich, klar. Hilfe. Okay. Das heißt, wumpertechnisch dürfte uns das jetzt zumindest jetzt, bis wir alle Relikte und alle Edelsteine im normalen Modus haben, eigentlich nicht mehr interessieren. Glaube ich. Oder? Ja, ja. Wird schon schief gehen. Wird schon irgendwie so sein.
So. Zack. Natürlich haben wir noch massig Level, wo uns die Kisten fehlen. Gerade am Anfangsbereich. Weil wir uns aber auch teilweise auch natürlich noch die farbigen Edelsteine gefehlt haben, muss man auch immer berücksichtigen. Kriegst mich nicht, kriegst mich nicht. Hallöchen! Also schön, wenn man sich hier einfach mal Zeit lassen kann, ne? Auch wenn ich jetzt wieder getroffen worden bin, weil ich das ausgesprochen habe. Echt geil. Echt geil. Nein! Da war ich ein bisschen zu schnell dabei. Schießt du? Ja. Wo schießt du hin, frage ich mich. Egal. Soll mich nicht interessieren. Oh. Haha. Hilfe! Okay. Für mich war nur wichtig, dass der Penner nicht schießt. So, geh down! Okay, war jetzt hier irgendwas Böses? Ja. Nee, nur ein bisschen. Ein paar Schießer. Brrr, kann ich die Schüsse von den Gegnern eigentlich wegdrehen? Was wirkt hier gerade ein bisschen auf mich so? Ein Checkpoint bitte. Krieg nur ein Checkpoint vor Ende des Levels, das wäre sehr nett. Uiuiui. Es kann natürlich sein, dass ich hier trotzdem noch verrecken werde. Nein, tue ich nicht. Dabdala. So. Edelstein. Achieved. So, wunderbar. Hätten wir auch schon mal alles. Perfekt. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal nochmal in das Pendant-Level quasi vom Cortex. Wo ich mir echt nochmal überlegen müsste, wo könnte denn der Edelstein sein? Na, ich überlege gerade. Ich vermute mal, der wird im, also auf jeden Fall im Bereich von Cortex irgendwo sein, dass ich den mit dem irgendwie einsammeln muss. Aber die Frage ist halt wirklich, wo? Das heißt, von der Theorie her müsste ich das Level jetzt eigentlich noch können, klar. Aber von der Praxisseite her, weiß ich nicht, dass ich das auch finde. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit? Na, ich muss mal ein bisschen umgucken. Aber ich sehe gerade, ich mache hier erstmal einen Cut, ne? Mein Gott. Ja, sehen wir uns gleich wieder. Dann werde ich das gleich mal ein bisschen im Level rumgucken und schauen, ob ich da den verborgenen Edelstein noch finde. Also bis dahin, tschüss.